Ja, ich sitze hier vor Clara. Heute Morgen war sie topfit. Da habe ich sie noch beobachtet. Da hat Lille Moore sie abgeschleckt. Und wenige Minuten später lag sie seitlich fest auf der Seite. Jetzt muss ich mal eben Shaya in Schach halten. Ja, da lag sie seitlich festliegend auf der Seite und hat gestöhnt. Und wir haben sie dann zu dritt in die Bauchlage gerollt. Das macht man mit Hilfe von dicken Seilen, die aber nicht einschnüren, die gepolstert sind. Das ist uns auch gelungen. Und dann habe ich ihr ein Eimerchen, das ist inzwischen schon der dritte wieder, eingeweichte, in lauwarmes Wasser eingeweichte Heukops gemacht und Kraftfutter. Ja, und dann hat sie noch eine Stunde sich in Bauchlage ausgeruht und ist dann selbstständig wieder aufgestanden. Ja, Klärchen. Klärchen ist 20 Jahre alt und vor 2 Jahren haben wir auch schon bemerkt, dass sie doch körperlich sehr abbaut und deshalb wird sie immer zugefüttert. Sie bekommt immer 2 bis 3 Mal täglich, immer wenn sie sich auch meldet zwischendurch, 3 Schaufeln eingeweichte Heukops mit Kraftfutter. Kraftfutter liebt sie. Ja, und noch erwähnenswert, sie ist nämlich meine allerbeste Kuhfreundin. Ich habe sie deshalb so lieb, weil sie so bescheiden ist, so zurückhaltend. Sie geht jedem Streit aus dem Weg, sie fordert nichts. Sie lebt seit 13 Jahren mit uns und bis vor ungefähr einem Jahr ließ sie auch gar keine Berührung zu, sondern guckte uns immer nur ganz erschreckt an. Wir haben auch immer Distanz gehalten, nichts gefordert. Und seit wir sie zufüttern, darf ich sie immer mal küssen, so vorne auf die Nasenspitze und auch mal ein bisschen sanft den Kopf kraulen. Ja, das Klärchen. Ja, wir haben den Tierarzt in Rufbereitschaft. Wir haben ja so einen tollen Tierarzt, der ruft dann auch eine Stunde später an und fragt, was mit Clara ist. Jetzt müssen wir abwarten. 20 Jahre ist natürlich auch ein stolzes Alter. Und wir müssen sie jetzt engmaschig beobachten. Das heißt auch nachts aufstehen und gucken. Denn das Problem ist, wenn eine Kuh festliegt, dann stellt sich doch relativ schnell die Pansenfunktion ein und das ist ein grausames Leiden. Also man muss dann die Kuh zumindest in Bauchlage drehen, aber auch eine Bauchlage über 1, 2, 3 Tage, dann wird es auch kritisch. Ja, wir müssen eben auch immer wieder an Abschiede denken. Und uns wird auch immer wieder klar, dass die Arbeit auf einem Lebenshof eben kein 8-Stunden-Tag ist, sondern da muss man auch rund um die Uhr wachsam sein, gucken. Ja. Klärchen. Ja, wir haben sie jetzt erstmal hier so abgeteilt, hier zeige ich euch mal, damit sie einfach einfach erstmal wieder zu Kräften kommt und sich erholen kann. Und wir beobachten sie jetzt. Drückt mal schön die Daumen für das süße Klärchen. Ja. Und wenn es dann soweit ist, dann es ist immer ein Trost, dass man doch da war, dass man schnell reagiert hat
und 13 Jahre bei uns ist ja auch schon eine Hausnummer, ne Klärchen? Hau rein. Ich schaue nachher noch mal zu dir.